Und willkommen zurück zur vierten Folge Shadow of the Colossus. So, in der letzten Folge hatten wir wieder mal einen Koloss erfolgreich besiegt, das Mammut. Und jetzt schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Ich denke mal, das wird so eine Art Drachen jetzt sein. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wer das war. Dann machen wir jetzt mal das Bildmachgerät an und dann schauen wir doch mal. Aber erst werden wir, glaube ich, mal schnell beten gehen. Weil wir haben, glaube ich, ein bisschen Energie verloren. Füllt sich die Energie wieder auf, nachdem der Kampf erfolgreich war? Das sehen wir jetzt gleich. Machen. Hallo? Na, wie war das jetzt nochmal? Okay, ich glaube, hier hat sich ein bisschen aufgefüllt. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo der nächste ist. Gehen wir ein bisschen. Komm. Okay, diese Richtung. Ich denke, dass wir über die Brücke müssen. Diese Richtung. Ah, alles klar. Und unten liegt da auch schon der andere Koloss da unten im Sand drinne. Zum Staub. Ich glaube, dass sie hier richtig sind. Okay. So. Okay, das mag er nicht. Okay.
Okay, er ist da oben. Kommen wir denn hier so einfach rüber? Das ging ja schon mal. Schwitze, Leute. Unglaublich. Okay. Wie warst du nochmal? Ich glaube, dass ich das Schwert drauf musste. Okay, ich hab schon gesehen, wie ich raufkomme. Thank you.
sandigen Boden könnte sie zum Brecken bringen. Komm, hau doch her. Schlag gegen Boden. Da musst du vielleicht da hinten drauf schlagen? Nee. Ich muss hier draufschlagen. Okay. Und damit ist unsere Tür offen. Nein! Ey, Alpha, piepst du mal! Nein, was ist denn jetzt? Kann ich wahr sein hier? Halt dich fest, Mädchen! Jetzt aber einer reingedonnert, ein Schädel. Okay, der Punkt ist weg. Das heißt, wir brauchen einen neuen.
kann ja mal gucken, wo der ist. Hier sind unten rein. Da ist er. Schlag noch, Baby. Und down. Huh. Schwierige Geburt zum Anfang. Wenn man einmal oben ist, dann geht's eigentlich. Aber erstmal das Hinaufkommen, ne, ist immer das bisschen Schwierige dabei. Aber wir haben es doch schnell gelöst. Alles klar, aber was uns dort erwartet, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. So, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Lasst mir ein bisschen Support da, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.